Grüß euch, schönen guten Nachmittag. Ich möchte heute alle recht herzlich begrüßen, umfangen beim Publikum, auch gehört bei der Jury. Mein Name ist Maja Martina, ich bin beruflich als Chefköchin tätig und habe somit einen ständigen Kontakt mit Menschen und Personen aus den verschiedensten Nationalitäten. Ich habe mich entschieden, mein Referat heute in Schriftdeutsch zu halten, um einfach die Ernsthaftigkeit von meinem Vortrag zu unterstreichen. Gemessen am Frieden ist die Nation nicht mehr das höchste aller Güter. Demnach möchte ich mein Referat zum Thema Rechtsextremismus im deutschsprachigen Südtirol im 20. Jahrhundert eröffnen. Nähert man sich dem Phänomen Rechtsextremismus, so fällt schnell auf, dass eine Vielzahl von Bezeichnungen wie Faschismus, Rassismus, Rechtsradikalismus und so weiter oft undifferenziert nebeneinander stehen. Diese Vielfalt mag daran liegen, dass die große Bandbreite rechtsextremer Orientierungen keine eindeutige Formulierung des Begriffes zulassen. So gliedert sich die Definition von Rechtsextremismus in zwei verschiedene Teile. Der erste Zweig umfasst einen biologischen, rassistischen Komplex, wobei die Idee einer Volksgemeinschaft der eigenen Rasse im Vordergrund als zentrales Element steht. Der zweite Kern befindet sich in der extremen Auffassung von Staat und Verfassung wieder, in dem der Sozialismus strikt abgelehnt und der autoritäre Führungsstil bejaht wird. Rechtsextremismus in Südtirols Geschichte. Aus der Geschichte des Landes geht klar hervor, dass das Land im 20. Jahrhundert beträchtlich vom Rechtsextremismus geprägt wurde. Es wird bis 1943 von zwei rechtsextremen Lagern bedrängt und beeinflusst. Im Norden der deutsche Nationalsozialismus und im Süden der italienische Faschismus. Überdies besuchten während der NS-Zeit 1500 Südtiroler die nationalsozialistische Schule und spätestens dann kamen Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Hitlers Gedankengut. Man sprach im Biologieunterricht von Erbgesundheitspflege, Rassenkunde und propagierte die Rassenfreiheit. Diese Denkensweisen wurden bis spät in die 80er Jahre gelebt und überliefert. Die aktuelle Situation von Symbolen rechtsextremer Organisationen, überhitzten Parolen, ungesunden Patriotismus, Jugendwitze und Ausgrenzung der Ausländer sind nur einige Phänomene, mit welchen die Gesellschaft sich heute noch auseinandersetzen muss. Durch die allgemeine Verschlechterung der sozialen Situation, durch die Wirtschaftskrise werden Ausländer als Konkurrenten um die Ressourcen gesehen. Die nehmen uns die Arbeit weg. Ein Klischee, an welches sich jene bedienen, die Angst empfinden. Um endgültig mit dem weit verbreiteten Vorurteil aufzuräumen, dass zu viele Ausländer in Südtirol leben, möchte ich nun einige Fakten des Landesinstitutes für Statistiken vorlegen. 2011 umfasst die Bevölkerung Südtirols 507.000 Menschen, wovon 39.500 Menschen Ausländer sind. Das wären 7,7%. Ironischerweise leben zu dieser Zeit in jenem Jahr nur 36.000 Menschen Südtiroler im Ausland. Das wären 7%. Zudem kann Südtirols Wirtschaft wohl kaum ohne ausländische Hilfe und deren Arbeitskräfte überleben. Besonders die Bereiche Landwirtschaft und Gastronomie könnten auf die Lohnarbeiter niemals verzichten. Da die Ausländer unter anderem
Fähigkeiten übernehmen, wofür wir uns heute wohl allzu oft zu schade sind. Als besonderes Merkmal für Südtirol gilt die undurchsichtige Grenze zwischen Patriotismus und Rechtsextremismus. Die starke Vaterliebe bildet häufig den Untergrund zu rechten Handlungen. Unter Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation bezeichnet oder im Fall Südtirols die Liebe zum Vaterland Tirol. Diese Liebe schlug seine Wurzeln bereits im Mittelalter, als es zur Unterzeichnung des Landlibels kam. Die Tiroler waren von nun an befugt, ihr Land selbst militärisch zu verteidigen. Ab 1704 wurden die Schützen als eigene Truppen neben dem Militär geführt, welche die Gültigkeit bis 1918 erstreckte. Mein Lösungssatz Ansatz, die Bildung. Die Linie zwischen Vaterlandsliebe und rechtsextremen Handlungen ist nur schwer abgrenzbar. Den Begriff Patriotismus wird auch oft falsch verstanden. Dabei spielen vor allem Bildung und Politik eine große Rolle. Die deutsche und italienische Sprachgruppe muss über den tatsächlichen Tatbestand aufgeklärt werden, um zukünftige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich setze also den Bildungsprozess voraus, dass man in anderen Gesellschaften über Gut und Böse anders empfindet als in der meinigen. Folglich kann der tägliche Umgang mit unseren Mitmenschen erleichtert werden. Und am Ende meines Vortrages möchte ich den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain zitieren: Ein bisschen Bildung macht die Welt verwandt. Dankeschön.